Und herzlich willkommen, liebe Freunde, liebe Fans, liebe Abonnenten, liebe Suchtis, liebe 7 Days to Die Freunde. Wir sind wieder in einem 7 Days to Die Tutorial, einem kleinen Speed Tutorial von mir. Mein Name ist Agent Sasori. Servus! Und was möchte ich jetzt heute mal eben zeigen? Ich habe mal eben eine neue Welt gespawnt. Wir sind hier quasi, ja, wir sind in der Wüste. Das ist ja wohl nicht zu übersehen. So, dann wollen wir da eben mal unser Inventar aufrufen und schmeißen mal eben ein bisschen was weg. Und zwar geht es heute darum, was man denn so an Waffen hat in 7 Days to Die. Dann wollen wir da eben mal schauen, was uns das Frühstücksbrettchen so serviert. Nicht wahr, meine Freunde? So, und zwar, was haben wir denn alles so Feines schon kennengelernt? Wir fangen mal mit einem guten alten Bekannten an, das Stone Axe. Die kennen wir ja alle. Ne? Das Ding hat mal geschmeidig eben einen Block Damage von 1, Entity Damage 10, das sind wohl die Werte für den Schaden an einem Block, beziehungsweise an einem Gegner oder ein allgemeiner Schaden. Allgemeiner Schaden wäre also 10 und Block Damage ist 1. Das heißt, wir können damit geschmeidig ein bisschen abbauen, ist jetzt aber nicht so der Burner. Ja? Ich sehe gerade, wir hätten das Ding auch verbrennen können. So, was haben wir denn noch Spannendes? Hoppla, das war der Global Chat. Und zwar haben wir hier bei den Items noch ein ganz paar andere Sachen. Da schauen wir doch da mal eben rein, was wir da so machen können. Wir haben hier einen Wooden Club. Der macht einen Damage von 8, also weniger wie unsere Axt, und Block Damage von 0,9. Dafür ist das Ding relativ easy gecraftet. Zeige ich euch gleich. Dann haben wir noch den Reinforced Club. Da ist ein bisschen Eisen dran. Der ist dann ähnlich wie das, was wir in der Hand haben. Unsere Stone Axe. Dann haben wir einen Spiked Club. Der macht dann schon ein bisschen mehr Damage bei einem Zombie, nämlich 15. Ja? Und wir haben den Barbed Club, wie auch immer, der macht so 12. Den mache ich eigentlich nie. Dann brauche ich mal gerade, was brauche ich denn eigentlich? Ein paar Stickies? Ja, wir nehmen mal ein paar Stickies mit. So, dann haben wir unsere Fire Axe. Unsere Fire Axe macht einen Damage von 20, ist also schon massiver unterwegs wie unsere Stone Axe. Nicht viel, aber so ein bisschen eben. Lege ich mal hier rein. Dann haben wir hier die üblichen Tools. Die sind eigentlich für Schaden am Zombie relativ ungeeignet. Die Pickaxe macht natürlich einen schönen Damage an den Blocks, aber nicht an den Gegnern. Dann haben wir hier einen Sledgehammer. Der macht 70, den sollte man schon mal kennen. Dann haben wir noch, gut, mit der Torch könnte man auch zuhauen, ist aber völlig sinnbefreit. Dann haben wir hier ein Bone Shift. Das hat 8, also nicht ganz so hoch, hat einen ganz schlechten Block Damage. Kann man aus einem Knochen mal eben craften. Ist besser wie nichts, wenn man eben nichts hat. Und wir haben natürlich unser Hunting Knife, das macht 12, ist auch nicht so der Burner. Da gibt es hier einen schönen Cheat-Gegenstand, nämlich das Candy Cane. Das hat einen Entity Damage von 70, das heißt, hiermit können wir auch ordentlich mal einen Zombie umlegen. Ja? Nur mal so, das Hämmerchen hier hat auch 70, ne? Das ist schon eine ordentliche Hausnummer. So, sollen wir die mal eben hier ins Inventar legen, beziehungsweise einfach mal hier auflisten. Das sind hier die Melee Weapons, könnte man sagen. Das Cheat-Teil auch mal hier eben mit bei. Was haben wir noch? Wir haben ein Pistölchen, ne, unsere normale Pistole, wir haben einen Revolver, wir haben eine abgesägte Schrotflinte, wir haben eine MP5, wir haben ein Scharfschützengewehr, wir haben natürlich auch noch eine Kettensäge, wir haben einen Raketenwerfer, Shen quasi, ne. wo ist denn der Rest? Ach, hier. Muss ich euch gleich zeigen. Erstmal Inventar umsortieren. Dann gehen wir gleich weiter in der Miserie, was man hier so alles machen kann. Hoppla. Und, was dann mal easy zu machen ist und was man eher benutzen soll und so weiter. Da wollen wir gleich mal ein bisschen Smalltalken drüber. So, ich habe da irgendwas vergessen. Also man sollte vielleicht auch ein bisschen Munition, nee, nicht unbedingt. Denn die Sachen, die man, wenn man sie craftet oder findet, sind die erstmal voll aufmunitioniert quasi. Ach so, wir haben ja hier noch unseren Klassiker. Ne? Und wir haben noch die normale Pump Shotgun und wir haben noch das Hunting Rifle. Achso, wir haben natürlich noch was ganz Spannendes, nämlich die Pipe Bombs. Die sollte man auch mal gesehen haben. Und wir haben TNT. Auch das sollte man mal kennen. So, jetzt ist es schon mittlerweile 8.29 Uhr hier in Game. Da ist ein Hoppelhase. Nehmen wir doch mal hier die Gewehre. Das machen wir mal hier rüber. Das ist eher so eine Explosive-Geschichte. Dann überfliegen wir doch mal eben den Damage dieser Waffen hier. Die Axt und so haben wir schon mit lässigen 20. Unser Crossbow finde ich sehr schön, da macht 0. Ne? Ist ja auch klar. Warum macht der 0? Dazu muss man natürlich eins dazu sagen. Ohne Pfeile kann der Crossbow nämlich nicht schießen. Das heißt, es kommt ein Pfeil-Damage drauf an. Der wird aber uns leider nicht angezeigt. Ja? Das ist ein bisschen blöd, den kann man auch... What? Wo sind meine Pfeile? Hat er jetzt weggeschmissen? Tatsächlich. Das kann man jetzt auch ein bisschen schwer einschätzen. Ich kann nur so viel sagen. Das Ding ist nämlich geladen. Oh. Ja.
Der Schaden ist relativ hoch. Also ein Headshot ist damit ohne weiteres tödlich für so einen Zombie. So, was haben wir denn hier? Eine Easy Pistol, die hat 20. Block Damage brauchen wir nicht drüber reden, das sind ja keine Werkzeuge. Die Magnum hat 120, also das ist schon ein Hardcore-Gerät. Also so eine gute 44er Magnum, die haut schon einiges weg. Ne? Die SMG oder die MP5 oder was auch immer hat 25, das ist nicht so der Burner, die lebt halt davon, dass sie schnell schießt. So eine Shotgun hat 15 respektive 15. Ne? Die eine streut halt mehr als die andere. Ich weiß nicht, ob das überhaupt berücksichtigt wird, aber im echten Leben wäre es so. Hier weiß ich nicht, ob das eine Rolle spielt. Das Hunting Rifle ist ein Einschussrepetierer und schafft gerade mal 50. Oh, hat ein Block Damage von 5. Hab ich noch gar nicht gesehen. Okay. Ist ein Einschussrepetierer, ist aber nicht so der Burner, zeige ich euch gleich. Die Chainsaw hat natürlich auch ein super Damage von 16 und geht ab wie Luzi. Dann haben wir unser Sniper Rifle, ja, also Sniper Rifle, Damage 100, ordentliche Hausnummer, ja. Dann haben wir unseren Rocket Launcher, der macht angeblich gar keinen Schaden. Und wir haben eine Pipe Bomb und wir haben einen TNT. Da ist der Schaden jetzt auch nicht angegeben, sind aber witzige Gesellen. Ja. Jetzt wollen wir eben mal unser Crafting Table reingehen. Wenn ich jetzt hier ein paar Stöckchen reinlege und ein bisschen hin und her wirble mit ein paar Sticks, habe ich schon mal einen Wooden Club. Den haben wir ja vorhin schon mal gesehen. Das ist eines der ersten und einfachsten Sachen, die man machen kann. Hat einen Damage von 8. Ich persönlich bin ja der Meinung, dann kann ich gleich eine Stone Axe machen. Die hat 10 und die kann ich auch universeller einsetzen. Also diese ganzen Schlagstöcke, will ich jetzt mal sagen, die ganzen Clubs hier oben, ja, die sind jetzt aus meiner Sicht nicht so der Burner. Die würde ich persönlich nicht so benutzen. Es sei denn, ich finde so ein Ding oder so. Oder ich will halt hier einen auf Berserker machen. Ja, dann kann ich hier mit so einem Apparat rumlaufen und kann ein paar Zombies die Fresse polieren. Ja, das kann man schon mal machen. Das ist ja ganz nett. 15er Damage, da kann man auch mit leben. Ne? Zur Erinnerung, hier haben wir 10. Ne? Also der hier ist schon ganz nett. Ich müsste jetzt mal fast überlegen, wie man den wieder craftet. Ich glaube, da braucht man ein bisschen Scrap Metal dazu. Bin ich jetzt gar nicht ganz sicher, ehrlich gesagt. Spike Club, ja, da ist er doch schon. Und zwar war das, glaube ich, so und irgendwie kommt da noch sowas dazu. Nee, ich glaube, die müssen weg. Und das mal so hin. Genau, dann haben wir einen Spike Club, also ein bisschen Holz und ein klein bisschen Scrap habe ich einen Spike Club. Damit kann man sich schon relativ gut wehren. Das muss man schon sagen, das ist schon mal besser wie nix. Da kann man schon mal zu so einem Zombie gehen und den mal eben kurzfristig geschmeidig in die Fresse kloppen. Ungefähr so. Ne, aber ihr seht, da braucht man schon zwei, drei Schläge für. Das ist jetzt nicht so super geil. Ja, was haben wir noch? Wir haben hier noch unsere Knifte. Ja, die gute alte Pistole, die man ja reichlich findet. Die ist ganz nett. Hat 15 Schuss im Mag. Da kann man schon mal ordentlich was wegklotzen mit. Ne? Der kann man auch sehr präzise schießen, muss man auch dazu sagen. Ja, dadurch, dass sie so einen Aiming Point hat. Headshot ist also mit dem Ding gar kein Problem. Wer also richtig gut drauf ist, kann mit 15 Schuss 15 Zombies platt machen. Ne? Oder hier 15 von den Jungs hier. Wie man das Ding craftet, weiß ich gar nicht genau, aber ich muss es noch nie craften, weil man es ja oft genug findet. Aber sicherlich mal interessant zu wissen. Ich weiß auf jeden Fall, dass ihr hier diese ganzen Parts braucht, was nicht sonderlich schwer ist. Die kann man auch nicht so einfach herstellen. Die muss man teilweise finden, wie zum Beispiel die Barrels. Die muss man erstmal finden und dann kann man sich, wenn man hier so eine Pistol Barrel nimmt und ein bisschen Lump of Clay hat, kann man sich daraus, wie aus fast allem, eben die passende Mold machen. Ich glaube, eins tiefer muss das Ding. Irgendwie so, genau. Da habe ich die Pistol Barrel Mold. Und aus der kann ich dann mit ein bisschen Eisen hier in meinem Forge, kann ich dann eben dieses Teil erstellen, generieren, was auch immer. Also wenn ihr eine so eine Pistol Barrel findet, macht nicht den Fehler und baut gleich eine Pistole draus, sondern macht euch erst die Mold dazu. Ne? Dann gibt es hier noch ein Pistol Slide und es gibt ein Pistol Receiver. Ne? Das sind immer die drei Teile, die man im Prinzip braucht, um eine Waffe zu craften. Ein Barrel, ein Halter, sage ich mal, und ein Slider. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie rum die gehörten. Ich habe es schon gesehen, habe es wieder vergessen. Hat ja sonst nichts Besseres zu tun. Alles habe ich vergessen. Irgendwie so war's. Pistol, 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 genau. Diese drei Teile braucht man im Prinzip aber, um eine Pistole zu craften. Wenn ich jetzt noch wüsste, wie das Rezept war, habe ich vergessen. Sekunde, das Ups, schaut sorry, die geht Aufnahme nach. zu Ende. So, irgendwie, so war es, glaube ich. Merkwürdig, merkwürdig. Ich meine, so war das Rezept. Aber gut, da komme ich vielleicht an anderer Stelle nochmal drauf.
Ich meine, so ist auch die logische Reihenfolge. Und so steht es auch im Wiki. Also irgendwie klappt da was gerade nicht. Aber sei es drum. Da wollte ich auch gar nicht so genau drauf eingehen, auf das Crafting, da man die Waffen ja genug findet, sondern euch nur ein paar Sachen dazu zeigen. Legen wir das mal alles weg. Brauchen wir nicht. So, also die Knarren, wie gesagt, hier, wenn man das Ding hier hat, das hat ordentlich. Das macht ordentlich Wumms, das Ding. Ja? Also da kannst du auch easygoing den Zombie mal so. Bam! Und vor allen Dingen geht das gut mit Spielern. Zieht aber sehr schön raus, ist gut gemacht übrigens. So, halt, falsches Inventar. Was noch ganz witzig ist, also was relativ sinnlos ist, fangen wir erstmal vielleicht so an, ist hier das Hunting Rifle. Beim Hunting Rifle habe ich nämlich nur einen Schuss. Ist ganz nett. Macht auch einen guten Damage, aber halt eben nur einen läppischen Schuss. Na, das Ding kann ich jetzt so gar nicht empfehlen. Die Chainsaw ist super, um Holz zu hacken. Oder Zombies zu töten, ist ja auch ganz nett. Die Sniper Rifle, die man finden kann, die hat natürlich ein schönes Zoom, ja, das man hier benutzen kann. Kann mit dem Mausrad das noch ein bisschen aufziehen und kann dann mal so eine alte da umlegen. Das geht auch prima. Ist natürlich relativ laut, hat eine super Range, ist schön für PvP zu spielen, weil sie ordentlich Damage macht. Ne? Ihr seht, der Damage geht natürlich ein bisschen runter im Laufe der Zeit, wie sich das gehört. Sehr schönes Werkzeug ist nach wie vor natürlich die Pumpguns. Ja? Haben ein paar Schuss im Lauf. Mit denen kann man ordentlich mal aufräumen. Da muss man auch nicht immer so genau zielen. Da kann man einfach mal so machen und weg ist die alte. Ne? Eben mal so im Lauf weggesplattert, ist super. Findet man noch relativ viel Munition, kann ich empfehlen. Lustiger ist natürlich so ein kleiner Raketenwerfer hier. Ne? Den findet man auch hin und wieder mal. Den kann man auch lustige Sachen machen. Ja. Nur mal so am Rande. Braucht man jetzt nicht unbedingt, ist für PvP aber ganz nett. Ne? Kann man eben ordentlich aufräumen, den Laden. Was es noch gibt, und das ist super einfach gecraftet, sind Pipe Bombs. TNT ist schon ein bisschen schwieriger. So eine Pipe Bomb ist ganz witzig. Die kann ich einfach wie viele Gegenstände werfen, indem ich die linke Maustaste gedrückt halte und schmeiße das Ding weg. So, jetzt habe ich die weggeschmissen, aber nicht gezündet. Ne? Die kann ich gerade wieder aufheben. Drücke ich die rechte Maustaste, zündet er das Ding, habe ich 5 Sekunden, um das Ding loszuwerden. Sonst passiert das. Der Schaden ist nicht amazing, aber schlimm genug, um dass, wenn ich hier in unmittelbarer Nähe stehe, dass ich dann eben draufgehe. Ne? Hier muss man sagen, gibt es auch noch so einige Bugs, habe ich gemerkt. Also gerne mal fällt das Ding durch die Welt irgendwie durch. Und dann ist es einfach, oder man sieht es plötzlich nicht und steht aber daneben und merkt sich, weil es irgendwo unten drunter buggt. Das kann schon mal tödlich enden. Ich mache das jetzt mal an und schmeiße es mal kurz zu den Kameraden hier vor. Das war nicht so gut. Gucken wir mal, ob der hier besser ist. Ne, ihr seht, das ist meistens tödlich für die Zombies. Manchmal braucht es auch zwei davon. Ne? Was aber auch sehr witzig ist, was man machen kann. Ich zeige euch gleich, wie man das Ding craftet. Man kann einfach mal ein paar werfen. Und dann zünde ich einen und schmeiße den gerade mal dazu. Ne? Dann sollte man diesen paar Meter weggehen. So, das ist dann meistens tödlich. So kann man übrigens auch super Löcher im Boden graben. Das funktioniert aber nur mit Sand und so. Also sobald ihr auf Stein stoßt, funktioniert das gar nicht mehr. Ne? Sollte man auch wissen. So, jetzt habe ich erstmal die Mutti gesprengt, samt dem Klumpen, der daneben war. So, die Nursey Baby hier, halt mal fest, das Ding. Upsala. So, weg ist die Alte. Was natürlich auch super funktioniert, wenn man ein bisschen TNT hat. Ne? Damit kann man dann schon ein bisschen mehr machen. Mit TNT kann ich übrigens auch Stein wegsprengen. Oh, anmachen wäre noch ganz gut. Hallo, die Waldfee! So, da kann man schon ein bisschen ordentlich eine Mine machen. Ne? Das ist wesentlich flächendeckender, hat einen höheren Explosionsradius, sprengt auch Stein und allerlei. Ne? Das ist der Unterschied zu dieser kleinen Pipebomb. Wie macht man denn überhaupt die Pipebomb? Da wollte ich nochmal eben drauf eingehen. Das ist relativ easy, ihr braucht Gunpowder. Das findet man ja doch relativ oft, oder ich zeige euch, wie man das macht. Dazu braucht man ein bisschen Coal. Und wir brauchen ein bisschen, wie hieß es, Nitrat. Das sind die beiden Sachen, die man doch relativ häufig findet. Außerdem braucht ihr noch eine Short Metal Pipe. Und ihr braucht ein bisschen Yucca. Ah, das machen wir gleich. Ich habe doch gerade einen Schritt gehört, oder? Da hinten. Also folgendes. Angenommen, ihr buddelt ihr ein bisschen in der Erde rum, ja, dann findet ihr relativ schnell Kohle und
wie heißt das? Wieder vergessen. Potassiumnitrat. So, das findet ihr ganz schnell. Bisschen Kohle, bisschen Nitrat ergibt Gunpowder, ne? Ratzfatz hat man mal 500 Gunpowder. So. Das, glaube ich, findet man noch relativ schnell, wenn man ein bisschen in der Erde buddelt oder ein bisschen rummacht. Da findet man das doch verhältnismäßig zügig. Dann brauchen wir noch einen guten alten Bekannten, nämlich Gras oder Plant Fibers. Man nehme Plant Fibers, man nehme eine Barrow. Quatsch, Barrow, was erzähle ich denn hier? Weg damit. Man nehme eine Short Metal Pipe und man nehme Gunpowder. Irgendwie so rum, genau. Dann hat man eine Pipe Bomb. Oder von mir aus auch mehrere. So einfach ist das Ding gemacht. Die Sprengkraft ist jetzt nicht amazing, ja, aber die ist schon ganz ordentlich. Hier stehen leider keine statistischen Werte dazu, ne? Ihr seht, das haut hier ein bisschen was weg, aber wie viel ist fraglich. Seht ihr das jetzt eben verschwunden irgendwo hin? Das ist ein bisschen der Nachteil, das fällt so komisch durch die Blocks. Und wie gesagt, sobald das Ding auf Stein aufkommt, da muss man einfach mal weggehen, weil ich stand neulich schon daneben, da bin ich in die Luft geflogen. Hier kann man schon relativ gut einfach was mitmachen. Ich kann auch hier rechte Maustaste, linke, rechte, linke, rechte, linke, rechte, linke, rechte, linke, rechte, linke und dann irgendwann mal weggehen. Super, dass überall so leuchtet, finde ich. So, und gerade in der Wüste kann man damit super graben. Ja. Hier hast du. So, oh, da war glaube ich nur eins. Aufpassen übrigens, was mir schon passiert ist, ich habe ein paar von den Dingern geworfen, gezündet und dann eins geworfen und das ist quasi in der Luft noch, als ich es weggeworfen habe, explodiert. Das heißt, die Explosion war groß genug, um das in der Luft zu zünden und das war natürlich eine kürzere Distanz zu mir, also bin ich dann eben draufgegangen. So viel, wenn man mit Sprengstoff spielt, ne? Das macht auch Spaß, das könnte ich den ganzen Tag machen. Ah, das hat sie schon gekratzt, aber nicht getötet, die Mutti. Ah, komm nur, komm nur, komm nur, Biatch. So, ja, das war es eigentlich kurz zu dem Thema Waffen mal eben bei. Die Sprengstoffe sind noch fast am lustigsten, muss ich ehrlich gesagt sagen. Die 44er Magnum macht noch viel Spaß und der Klassiker, die Pistole, geht natürlich super. Also das ist, die hat einen moderaten Damage von 20, ja, die ist schnell gefunden, die Munition ist verhältnismäßig einfach hergestellt. Zur Munition muss man noch ein bisschen was sagen. Die kann man so ohne weiteres nicht machen, denn man braucht dazu Buckshot. Ja, das muss man alles craften. Ich will jetzt hier das Video auch nicht unnötig in die Länge ziehen, indem ich 1000 Rezepte zeige, aber ihr seht schon, es gibt Bullet Casing Mold. Ihr müsst also aus den Bullet Casings müsst ihr wieder eine Mold machen. Das ist der Ablauf. Dann braucht ihr Schwarzpulver und das Teil. Und dann könnt ihr. Achso, ihr braucht noch die Tipps dazu. Die gibt es natürlich auch wieder als Mold, ist klar. Ein Bullet-Tipp. Daraus müsst ihr aus Blei war es, glaube ich, wieder das hier schmelzen. Beziehungsweise Buckshot aus Lead und daraus kann man am Ende eine Patrone machen. Also das Crafting von Munition und Waffen ist schon anstrengend, das ist schon hart. Ja? Wobei ich persönlich es ja ganz gut finde, denn mein Spielprinzip ist ja oder wäre, wenn endlich die Random-Welt kommt, dass man hingehen kann und kann es hoffentlich so einstellen, dass man gar keine Städte hat. Man kann ja, wenn man ein Spiel startet, einstellen, wie hoch der Spawn ist von den Gegnern und von den Items. Ich habe das mal auf 200% gemacht, dann findet ihr haufenweise Sachen. Oder ganz runterstellen, denn ich möchte am liebsten, am allerliebsten, dass man ganz wenig findet und möglichst viel craften muss. So ein bisschen wie in Minecraft. Das wäre mir eigentlich am liebsten für ein Spiel, denn überall alles finden und rumballern, dann haben wir ein reines Deathmatch. Spiel. Dann können wir auch Battlefield spielen. Das ist ja nicht Sinn der Sache, finde ich. Gerade in so einem Spiel, wo ich Terraforming betreiben kann und Crafting-Rezepte habe, da gehört eigentlich was ganz anderes hin, nämlich Crafting, Suchen und Überleben. Das muss hier aus meiner Sicht im Vordergrund stehen in einer sehr schönen Welt. Von daher, von meiner Seite aus, ein Server läuft ja schon, aber wenn wir eine Random-Welt haben, dann möchte ich das mit Spielern machen oder mit Leuten machen, die einfach sagen, hey, ich will das richtig spielen und nicht nur eine Knarre finden und umlegen, ja, und möglichst viele Leute killen, sondern ich will auch versuchen zu überleben, mir was herzustellen, mir meine eigene kleine Festung bauen, dort meine Sachen zusammentragen und wirklich ein bisschen mehr Survival machen und dann mir meine Waffen craften. Dann muss man natürlich viel besser aufpassen, wie man überlebt und nicht einfach nur losrennen mit einer Shotgun und wie wild um sich schießen oder mit einem Scharfschützengewehr. Ja, in diesem Sinne ein bisschen etwas anderes Tutorial. Ach so, eine Sache wollte ich noch zeigen, habe ich vergessen.
Hier diese Melee-Weapons. Ich habe natürlich den Zombie-Spawn sehr niedrig gestellt. Haben wir jetzt irgendwo einen Zombie? Zombie! Denn dieser schöne Hammer hier, ja, der ist jetzt für solche Arbeiten schlecht. Der ist auch schlecht, um zum Beispiel hier das Ding hier abzubauen. Gänzlich ungeeignet. Aber total super, um Zombies zu schlagen. Das Ding ist auch ziemlich einfach gecraftet. Das kann ich vielleicht gerade noch mal zeigen. Ich brauche nur ein bisschen. What? Suchen wir es doch einfach mal so. Wie crafte ich so ein Ding? Ich glaube, der war sogar lang, wenn ich mich recht entsinne. Fire Eggs? Pickaxe? Jetzt habe ich schon vergessen, wie er ging. Ho? Nee, ho war ein bisschen viel für ein Ho. Wie war denn das jetzt gleich noch? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Ich habe es doch erst gecraftet. Verdammte Axt. Wo ist mein Eisen? Bin ich blind oder was? Mein Eisen ist weg. Hatte ich nicht 64 Eisen? Ah, da ist es doch. Stickies, 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 Stickies. Ich weiß nicht mehr, wie der ging. Fire Eggs war so. Verdammt, ich hab's vergessen. Ich hab's einfach vergessen. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Jetzt habe ich das Ding neulich erst gecraftet. Nein, 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 so war's nicht. Irgendwie habe ich hier was zu viel. What? So viel war das doch gar nicht an Eisen. Ah, genau. Sowas. Oh, jetzt habe ich es wieder. Drei Eisen, drei Stickies. So ist es. Und schon habe ich einen Sledgehammer. Mit dem kann ich eigentlich nur zwei Sachen machen. Zombies super verprügeln, weil er einen hohen Schaden hat. Und irgendwie Fahrzeuge oder so kaputt machen. Das geht auch super. Also so ein allgemeiner Schaden ist hier recht hoch bei dem Teil, ne? Das muss man einfach mal sagen. Added Damage 69 jetzt nur noch. Also mit dem kann man schon ordentlich einen Zombie auf die Fresse hauen. Das geht ganz gut. Was halt nicht so gut geht, ist wirklich Blocks kaputt machen. Pflanzen geht natürlich, aber das hier geht auch schlecht. Das gibt der Pickaxe in zwei Schlag. Mit dem hier brauche ich 8 Schlag. Also das macht gar keinen Sinn, mit so einem Ding rumzumachen. Den würde ich nur craften, wenn ich auf Zombie-Jagd bin oder auf Spielerjagd vielleicht. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, Speed-Tutorial zu Ende. Wir haben ein bisschen über Waffen gesprochen. Und was da so geht, ich bin jetzt auf das Crafting nicht so sehr eingegangen. Da müsste man jetzt fast ein eigenes Tutorial drüber machen, wie man Waffen craftet, denn ich will euch ja immer zeigen, wie man von der Pike auf das Ganze macht. Das heißt, wie komme ich an Schwarzpulver, wie komme ich an dies, wie komme ich an das, was muss ich finden, wie muss ich es craften. Viele Dinge, gerade hier, die Holster und so weiter werden aus Holz gecraftet. Die Rezepte hat man relativ schnell hier drin, sobald man Holz hat. Dann braucht man eben immer. Mindestens ein Teil muss man finden, wie die Barrels, und dann kann ich erst weiterarbeiten. Also das ist schon machbar, aber ein bisschen lästig. Man hat es schneller gefunden in der aktuellen Version von 7 Days to Die. Zukünftig, hoffe ich, wird das ein bisschen anders laufen. Das werden wir dann sehen. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst das Abonnieren nicht, das Liken nicht. Und eine Sache möchte ich an dieser Stelle noch loswerden. Das habe ich jetzt zu Anfang schon fast vergessen. Einen lieben Gruß und vielen Dank. An den Hanni Hansen. Und zwar ist der ein fleißiger Schauer meiner Videos und motiviert mich in diesem Sinne natürlich auch noch weiterzumachen und neue Tutorials zu machen. In diesem Sinne, liebe Grüße an ihn und seine Familie, die ja hier fleißige zuschauen und meine wahnsinnig sexy Stimme lauschen. Vielen Dank, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Tutorial oder vielleicht mal auf einem Server oder vielleicht spielen wir auch mal gemeinsam, Hanni. Alles klar, bis dann, macht's gut. Ich wünsche euch was und tschüss, euer Agent Sasori.